Rund 10 Monate nach dem Militärputsch in Myanmar ist die damals gestürzte de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hat die 76-Jährige in seinem ersten Urteil wegen Anstiftung zum Widerstand sowie wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen für schuldig befunden, berichtet ein Prozessbeobachter. Myanmar löst mit dem Urteil gegen Suu Kyi scharfe Kritik bei UNO und EU aus. Eines der Urteile bezieht sich auf den Wahlkampf im vergangenen Jahr, als Suu Kyi ihren Anhängern zugewunken hatte. Obwohl sie dabei eine Maske und ein Gesichtsvisier getragen hat, ist dies vom Gericht als Verstoß gegen die Corona-Regeln gewertet worden. Im zweiten Urteil geht es um eine Mitteilung ihrer Partei nach dem Putsch, in der die Bürger aufgerufen worden sind, sich gegen den Umsturz zu wehren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Suu Kyi aber bereits in Hausarrest. Der Friedensnobelpreisträgerin werden ein Dutzend weiterer Vergehen wie Amtsmissbrauch, Geheimnisverrat und Korruption zur Last gelegt, auf die zusammen mehr als 100 Jahre Haft stehen. Suu Kyi weist die Vorwürfe zurück. Anhänger und Menschenrechtler sprechen von einem politisch motivierten Prozess. Er findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Journalisten sind im Gericht in der Hauptstadt nicht zugelassen. Suu Kyis Anwälten ist schon Mitte Oktober ein Redeverbot erteilt und jede Kommunikation mit Medien, Diplomaten, internationalen Organisationen und ausländischen Regierungen strikt verboten worden. Die Vereinten Nationen und die EU kritisieren die Haftstrafe für Suu Kyi scharf. Die UNO-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet spricht von einem Scheinverfahren in Geheimverhandlungen und fordert die Militärmachthaber in dem südostasiatischen Land zur sofortigen Freilassung der Friedensnobelpreisträgerin auf. Die Junta wolle über die Gerichte die Opposition ausschalten. Suu Kyis Verurteilung sei rein politisch motiviert. Die Armee in Myanmar habe seit dem Putsch Anfang Februar mehr als 10.000 Gegner festgenommen. Mindestens 175 Personen, darunter viele Mitglieder von Suu Kyis Partei NLD, seien Berichten zufolge in Haft gestorben, sehr wahrscheinlich durch Misshandlung und Folter. Alle ungerechtfertigt Inhaftierten müssen umgehend freigelassen werden, so die UNO-Menschenrechtsbeauftragte. Wie Suu Kyi auf die Urteile reagiert hat, ist nicht bekannt. Außer wenigen Aufnahmen aus dem Gerichtssaal aus den vergangenen Monaten ist sie seit dem Militärputsch von Anfang Februar nicht mehr öffentlich gesehen worden. Sie steht seit dem Umsturz unter Hausarrest. Ob die Friedensnobelpreisträgerin jetzt tatsächlich ins Gefängnis muss oder im häuslichen Arrest verbleiben darf, ist noch unklar. Menschenrechtsexperten sprechen aber schon lange von einem Schauprozess und vermuten, dass die Junta die beliebte Politikerin auf diese Weise langfristig zum Schweigen bringen will. Seit dem Umsturz versinkt das südostasiatische Krisenland im Chaos. Die Junta unterdrückt jeden Widerstand mit brutaler Gewalt. Bei Protesten gegen die neuen Machthaber sind nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP bereits mehr als 1.300 Menschen getötet und rund 10.000 festgenommen worden. Immer wieder ist von schwerer Folter die Rede.